Vorweg, heute geht es um Minivans, weil dieses Schiff da gilt in Amerika als Minivan. Das ist ein Chrysler Pacifica S. Ich bin der Kai vom Auto aus Kram, eure Adresse für amerikanische Autos in Berlin. Seid gespannt. Seit 2017 heißen die Minivan-Modelle von Chrysler eben nicht mehr Town & Country, sondern Pacifica. Town & Country klingt wie ein Einrichtungshaus. Pacific, das klingt vielmehr nach Weite und Abenteuer. Naja, und die S-Version mit Allradantrieb, damit kommst du überall hin, mit Kind und Kegel. Mama und Papa, was willst du mehr? Unsere Schönheit hier ist in Keramik Grey lackiert. Eine wunderschöne Farbe. Und da ich das die S-Line ist, ist alles andere so gut wie in Schwarz. Das finde ich das Schöne übrigens bei Chrysler und bei Ram, dass wenn die sagen Schwarz, auch wirklich alles schwarz machen, sogar die Schrift. Übrigens Keramik Grey. Wir beim Autos Kram machen natürlich auch eins, wir versiegeln euer Baby, wenn ihr das möchtet. Hält der Lack natürlich länger. Einfach anfragen beim Kauf oder mit eurem Gebrauchten vorbeikommen. Ja, der Pacifica ist natürlich auch für die lange Reise geeignet und damit das richtig bequem passiert, hat er einen 3,6 Liter V6 Pentastar Motor mit 291 PS in der Neungang-Automatik und damit man auch wirklich überall hinkommt, Allradantrieb. Wirklich cool. Was ja wirklich praktisch ist, dass unser Pacifica hier zwei Schiebetüren hat. Zwar links und rechts. Gerade in engen Situationen kannst du natürlich ganz bequem dein Auto beladen und gerade wenn du die Hände voll hast, musst du die irgendwie aufkriegen. Dafür hat er die Wedelfunktion mit dem Fuß, einfach drunter halten, Tür geht auf. Wenn du den Schlüssel in der Tasche hast, kennt man sonst nur von der Kofferklappe. Hier im Pacifica, links und rechts und hinten. Das Schöne ist ja bei diesem Wagen, du hast die Möglichkeit zwischen Lagerhalle, wie wir es jetzt haben, und möblierter Eigentumswohnung. Während du bei einem deutschen Wettbewerb, um zur möblierten Eigentumswohnung zu kommen, die Sitze wieder einbauen musst, haben wir die hier anders versteckt. Wie, zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich echt eine coole Lösung. Zumal, wenn die Sitze hochgeklappt sind, hast du hier drunter riesengroßen Stauraum. Also hier geht es richtig tief runter. Man kann die Sitze hier hinten wirklich auch in der Neigung noch verstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Je nachdem, wie man es braucht, von Steil bis Liegesitz, habt ihr gerade gesehen. Und wie gesagt, über den Knopf einfach wegfahren, total easy. Also das ist wirklich eine sehr praktikable Lösung. Zumal hier auch noch so eine Aufhänger sind für Taschen. Also wenn ihr Einkäufe habt, kleine Sachen, könnt ihr hier direkt dranhängen. Super cool gelöst. Also wenn das da hinten rum ist, führen da viele Wege hin. Unter anderem kann man eins machen, man kann den Sitz hier im Stand übrigens nur nach vorne fahren. Und wenn der Sitz nicht belegt ist. So, jetzt könnte ich also so rumlaufen. Oder ich nehme die andere Variante, mache den Sitz nach vorne, ziehe ein bisschen den Kopf ein, fädel mich hier durch, sportlich wie ich bin und lande in der dritten Reihe. So, wirklich, wirklich schön. Sehr toll bezogene Sitze, sehr bequem. Zwei Getränkehalter, dann habe ich hier noch die Möglichkeit, meine Lehne flacher zu legen. Und wenn ich natürlich als 14-jähriger Familienrapper in die dritte Reihe verbannt wurde und mir das komplett peinlich ist von meinen Freunden, kann ich hier hinten sogar noch eine Jalousie hochmachen. Ist das cool? Aber es geht so ja noch besser, weil ich kann das hier zum rollenden Kinosaal machen. Weil wenn ich mich jetzt hier hinpacke, ist das wirklich nochmal bequemer. Ich kann die Füße hochlegen. Und habe jetzt praktisch einen fahrenden oder stehenden Kinosaal, weil ich habe hier vorne zwei hochauflösende Bildschirme, wo zum Beispiel Fire TV vorinstalliert ist. Oder ich nutze natürlich die Eingänge und spiele meinen eigenen Stuff ab. Oder ich kann sogar datteln, weil die Möglichkeit hier eine Playstation oder so anzuschließen ist auch gegeben. So, und dann kann ich hier meine Cola reinmachen, mein Popcorn und habe hier eine Fahne, ja, einen fahrenden Kinosaal. Das geht natürlich auch alles aus der zweiten Reihe. Ist natürlich auch bequem. So, dann kann ich hier noch den ein bisschen flach stellen, auch schön. Hier habe ich dann sogar eine Sitzheizung, kann da oben halt die Klimatisierung bedienen. Und natürlich, wenn das Auto steht, kann man halt den Sitz so nach vorne fahren. Oder man hat ihn halt wie hier drüben. Aber die Bildschirme natürlich, alles möglich. Ich wurde gerade angemahnt, wenn ich natürlich jetzt hier losfahre, muss ich erstmal mein Popcorn wegmachen. Tja, jetzt kommt eine Lösung. Jetzt sieht das ausgedacht. Ich finde das so ultra cool. Ja. Der hat seinen eigenen Staubsauger. Unglaublich.
Also, wenn du oder die Kinder hier drinnen wieder Dreck gemacht haben, den kannst du dir selber aufsaugen. Top. Stauen weg. Also verladen und reinigen. Hier sammelt sich übrigens der Dreck, den wir gerade aufgesaugt haben. In Staubsauger im Auto. Klingt albern, ist aber mega praktisch. Ja, sehr schöne, bequeme Sitze. Herrlicher Rundumblick. Mal richtig große Spiegel, wo man sieht, was links und rechts passiert. Einwandfrei. Das ist ja natürlich Rückfahrkamera, das ganze Gedöns ist ja logischerweise klar. Auch hier die Armaturen, ganz klassisch. Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige noch mit ganz normalen Rundinstrumenten. In der Mitte ein TFT-Display, was keine Rätsel aufgibt. Genau wie dieses Lenkrad, alles hier drin ist selbsterklärend mit den ganzen elektrischen Helferleinen. Dann hast du natürlich das automatische Licht. Du hast automatische Fensterheber überall. Also einmal antippen, die fahren dann hoch. Hier unten hast du noch induktives Laden, diverse Anschlüsse, zwei Getränkehalter. Hier eine große Box, auch nochmal Stromanschlüsse. Den üblichen Coin-Halter, den man braucht in den USA. Hier drunter ist noch ein Riesenfach mit einem Verlängerungsschlauch für den Staubsauger, damit man auch vorne hinkommt. Klimaanlage gibt auch keine Rätsel auf. Drehknebel für die Gänge, auch das kennt man zum Beispiel aus dem REM. Und kommen wir zu diesem Display. Erstmal ist es hochauflösend, es spricht super fein an. Ich kann es nur mal wieder betonen, das kriegen teilweise deutsche Hersteller inzwischen nicht hin. Du hast hier die Bedienung, Sitzheizung, Sitzbelüftung, Lenkradheizung, alles mit dabei. Hätte ich mir aber ehrlich gesagt Knöpfe hier unten gewünscht, weil wir haben hier so eine Sinnlosknöpfe wie zum Beispiel ESP off, wird hier nie einer machen, und Einparkhilfe. Das hätte man zum Beispiel nach da legen können und das nach hier, aber das ist jetzt wirklich Quengeln auf ganz hohem Niveau. Ja, Android Autos mit dabei, funktioniert auch top, und es gibt hier eine ultra geile Funktion, und zwar die Famcam. Wie ich schon gesagt habe, dritte Reihe, dein 14-jähriger Rapper schmollt da gerade vor sich hin. Um zu gucken, was der da gerade treibt, kannst du hier jeden Sitz, entweder alle oder jeden Sitz einzeln, dir anzeigen lassen. So, also da sitzt der Rapper, daneben sitzt seine 16-jährige Schwester, auf dem Sitz davor sitzt ihr 18-jähriger Freund, den ihr mitnehmen musstet. Und jetzt wollt ihr gucken, hat der gerade die Hand an ihrem Knie nach hinten. Das könnt ihr von hier alles beobachten. Ultra cool. Hier auch. Jeden Sitz einzeln kannst du antippen mit der Famcam. Wem das nicht reicht, wer eher früher Truck gefahren ist, hat hier oben noch einen Spiegel, der den Innenraum komplett auszeigt. Also du kannst immer von hier vorne gucken, was da hinten passiert. Also ultra cool gelöst. So, daneben obligatorische Brillenfach. Und wofür brauchen wir das? Um die Brille aufzusetzen, weil jetzt fahren wir eine Runde. Es ist ja immer so, ne? Man ist voreingenommen. Da hieß es, ey Kai, wir kriegen Pacificas rein, geil Minivan, machen wir ein Video. Weil erzählt sie darüber. Und dann kommt so eine geile Bude um die Ecke. Ich hatte sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Das Auto ist hier wie ein Leatherman. Wirklich. Wie dieses Multifunktionstool. Du hast einerseits ein sportliches Auto. Geländegängig durch einen Allradantrieb. Du hast einen Familienbomber, kriegst alle mit. Du hast einen rollenden Kinosaal, du hast einen rollenden Schlafsaal. Ein Handwerkerauto, wo alle drin geht. Mit unglaublich viel Platz, ohne groß Rambazamba hier was umbauen zu müssen. Einfach umlegen, Feierabend hast du da eine komplett ebene Fläche. Was wirklich so die ganzen modernen Sachen drin, mit so ganz klugen Lösungen, wie ich gesagt habe, mit dem Famcam. Du, wir haben hier intern diskutiert im Team, also hier Stefan, Vater von zwei Kindern, hat gesagt, wird er sofort nehmen. Und ich den auch, weil ich könnte damit auch was anfangen. Der Pacifica ist wirklich ein ultra cooles Auto für Leute, die einen Ami fahren wollen, der anders praktisch ist als ein REM. Kann man das so sagen? Ja. Das gefällt mir drinnen richtig gut. Alles gut verarbeitet. Ich meine, ich habe sogar einen Staubsauger an Bord. Und Fire TV. Irre. Also, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt auch in die Pazifik verreisen, gar kein Problem. Meldet euch. Die Familie, alle Mitarbeiter, alle Mitarbeiterinnen des Autohauses Kram, ich, wir freuen uns auf euch. Schickt eine Mail, ruft an, macht wie ihr wollt. Geht einfach los, im wahrsten Sinne des Wortes. Bis dahin, euer Kai. Ciao.